Die alten Ägypter waren eine der größten Zivilisationen der Geschichte. In architektonischer, astronomischer und auch medizinischer Hinsicht waren die alten Ägypter der damaligen Welt einige Schritte voraus. Aus medizinischen Papyrustexten sind vielerlei Krankheiten bekannt, die den gesamten Körper betreffen. Das alte Ägypten wurde zentral von einem ägyptischen König, dem Pharao, regiert. Dieser sah sich als der Sohn des Sonnengottes Ra. Das Volk verehrte ihn als Vertreter der Götter und damit Inhaber eines von den Göttern legitimierten Amtes. Als Herrscher war er der einzige Eigentümer von Gütern, Land, Menschen, Tieren, Bodenschätzen sowie Beute aus Kriegszügen im alten Ägypten. Die Bauwerke und Gräber der alten Ägypter haben viele Jahrtausende überdauert und wurden bis heute immer noch nicht komplett entdeckt. Los geht's mit dem Video. Fakt 1: Das Bier. Forscher gehen heute davon aus, dass das Bier vor ca. 5000 Jahren im alten Ägypten erfunden wurde. Vor einem Jahr wurde ein Tonkrug mit ca. 5000 Jahre alten Hefezellen gefunden. Das Bier im alten Ägypten war naturtrüb und wurde nicht immer gefiltert. Aus Wasser und Gerste wurde ein Teig geformt, dieser Teig wurde dann zu Fladenbrot gebacken. Danach wurde das Brot mit Wasser eingeweicht und einige Tage zum Gären stehen gelassen. Forscher haben außerdem in Hieroglyphen Anzeichen gefunden, dass die alten Ägypter auch Brot gebacken haben. Die Pyramidenarbeiter und Soldaten wurden für ihre Arbeit teilweise mit Bier bezahlt. Fakt 2: Die Mumie. Die alten Ägypter glaubten das Leben nach dem Tod. Deshalb sollte der Körper durch die Mumifizierung haltbar gemacht werden und im Jenseits weiterleben. Die inneren Organe und das Gehirn wurden entfernt. Der Körper wurde mit harzgetränkten Leinen mehrmals umwickelt. Die Mumie wurde teilweise in mehreren Schichten der Leinen eingewickelt. In die einzelnen Schichten wurde Schmuck aus Edelstein oder Gold gelegt. Das Innere der Mumie wurde mit einem Gemisch aus Harz, Bienenwachs und Erdpech ausgegossen. Wichtige Organe wie zum Beispiel das Herz wurden separat in geschmückten Steingefäßen aufbewahrt. Der Sarkophag wurde bei hohen Staatsdienern und dem Pharao selbst teilweise aus Gold gefertigt. Als Opferbeigaben des Verstorbenen wurden auch Tiere mumifiziert. Dabei wurde eine Vielzahl an Tieren verwendet, wie zum Beispiel Katzen, Krokodile, Hunde, Falken, Spitzmäuse oder Schlangen. Fakt 3: Das Gold. Laut den alten Ägyptern war der wichtigste Gott Ra aus purem Gold. Laut ihren Glauben konnten die Verstorbenen nur mit Hilfe von Gold im Jenseits weiterleben. Von dem ersten Pharao Menes im Jahr 3000 v. Chr. Bis zur Römerzeit im Jahr 60 nach Christus gehen Forscher davon aus, dass im alten Ägypten ca. 32.000 Tonnen Gold gefördert wurden. Das wäre mehr Gold, als alle Zentralbanken dieser Welt heute aktuell im Bestand hätten. Forscher gehen heute davon aus, dass noch ca. 70% der Schätze des alten Ägyptens unentdeckt sind. Einer der bekanntesten Pharaonen war Tutanchamun. Der Sarkophag von Tutanchamun besteht aus ca. 100 Kilogramm Gold. Die Maske von Tutanchamun besteht aus ca. 10 Kilogramm Gold. Fakt 4: Der Papyrus. Der Papyrus wurde ca. im Jahr 2800 v. Chr. Im alten Ägypten erfunden. Die alten Griechen kannten den Stoff wahrscheinlich auch, ungefähr seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. Die Herstellung des Papyrusblattes schaut folgendermaßen aus. Von der geerdeten Pflanze wurde zunächst die Außenschale abgetrennt. Das Mark schnitt oder schälte man in dünne Streifen. Diese Streifen wurden zum Einweichen mehrfach in ein Wasserbad gelegt und anschließend blattgeklopft. Zwei aneinander kreuzweise überlagerten Schichten dieser Streifen wurden zu einem festen Blatt zusammengepresst. Durch die Klebekraft der Fasern wird das Blatt zusammengehalten. Danach wird das Blatt getrocknet und poliert. Anschließend kann man das Papyrusblatt bemalen oder beschreiben. Die größte Bibliothek der Antike befand sich im ägyptischen Alexandria. In dieser Bibliothek wurden große Schriftrollen des Papyrus der alten Ägypter jahrtausendlang gesammelt. Leider ist von dieser Bibliothek heute nichts übrig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Abo und einen Daumen hoch da. Bis bald, euer Kanal History Check.